Viele Leute wetten auf Marius, die anderen Leute wetten auf Thomas. Okay, aber mehr Leute sind für Marius. Okay. Die Wetten laufen weiter. Wir fangen einfach an. Rein da jetzt. Mit Wetten. Wie man es macht bei einem Battle. Sorry, jeder kennt diesen Frosch und kann einen Papierflieger falten. Ja. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal an sowas rangetraut. Der Kranich hier ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel der uralten japanischen Origami-Kunst. Aber wie um alles in der Welt entsteht aus einem einfachen Blatt Papier sowas? Wahre Origami-Meister können mit verschiedensten Techniken, ohne Hilfsmittel und Werkzeuge, unfassbare Kunstwerke schaffen. Marius und ich hingegen haben höchstens mal aus Langeweile die Serviette im Restaurant gefaltet. Das wollen wir heute ändern. Und um herauszufinden, wer von uns möglichst schnell, möglichst komplexe Origami-Figuren lernen kann, hat uns ein Außenstehender diese neuen Modelle in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen rausgesucht, die wir in nur 3 Stunden lernen müssen. Und zwar auswendig. Nach Ablauf der Zeit müssen wir die gelernten Figuren ohne Anleitung falten und bekommen für jede richtige davon, je nach Schwierigkeitsstufe, 1, 2 oder 3 Punkte. Und da es trotz meiner Niederlage in der letzten Folge auf Marius Kanal 3-2 für mich steht, könnte ich heute schon die erste Staffel Tomery vs. Marius gewinnen. Es ist also Matchball. Dieses Video wird unterstützt von Blinkist. Das sind einmal die neuen Figuren, die wir machen können. Das kann man doch nicht aus Papier machen, das ist doch nicht dein Ernst. Was ist das rechts unten? Ist das ein Pinguin? Das sieht aus wie so ein Schwan. Ich finde das ein Pinguin. Das ist ein Schwan. Das ist ein Pinguin. Das ist ein Schwan. Also, Zeit geht los in 3, 2, 1. Das ist mal wieder so ein Skill, wo ich einfach mad Bock habe, den zu lernen. Also ich lerne erstmal irgendwas komplett Leichtes. Den Ladybug. Guck mal, das ist ja voll funky. Klappst du es so? Du machst einfach so. Also ich hab's, aber es sieht halt kacke aus. Ja gut, ohne diese Punkte sieht halt einfach billig aus. Kann man ja schon mal so stehen. Kann das jemand von euch, so Origami und sowas? Also ich glaube auch ein essentieller Fehler da von mir war, dass das Ding halt einfach nicht rot ist. Aber der ist easy. Ich bin ja nicht so ein Idiot wie Marius, der direkt bei der schwierigsten Stufe anfängt. Nur ein Kranich. Ich arbeite mal hoch zur Stufe 2. Mit boah, dem Kranich direkt, das ist heftig. Oh mein Gott, ist das schlau. Ey, wer sich Origami ausgedacht hat, ich schwöre, Einsteins Sohn. Ich war das. Guck mal, man hat das so hier, ne? Und jetzt faltet man das so auf und hat dann hier so einen Innenraum kreiert irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich allein bin mit dieser These, aber ich sag's einfach mal so, wie ich denke. These, Leute, die viel Origami-Figuren machen und das irgendwo hinstellen, sind Mörder. Ist jetzt einfach mal eine These von mir. Ihr könnt mir jetzt widersprechen, aber in meiner Welt ist das Realität. So smart. Alter, plötzlich habe ich hier ein Tier gebaut. Also ich will ja nicht pushen, aber das ist eine Eule. Ey, das ist ja übel geil. Mit so Gesicht und allem. Mal gucken, wie weit ich das auswendig hinbekomme. Marius hat jetzt theoretisch schon 3 Punkte und ich nur 1. Was geil ist, ich habe das voll das Gefühl, dass es eigentlich recht logisch ist, was da passiert. Ich nicht. Ich komme gerade auch echt auswendig schon ganz gut durch. Nee, du. Aber nicht, dass am Ende wieder so ist wie bei den Knoten. Oh nee, dass ich wieder alles vergessen habe, Alter. Ich hab vergessen, wie es am Anfang war. Oh mein Gott, ich bin so lost. Hä? Nein, das funktioniert nicht. Ich hab was falsch gemacht. Oh mein Gott, nein, ich hab die ganze Zeit geübt. Beruhigt? Ne, mein Puls ist eher so auf 180 gerade. Ich find's eigentlich entspannt. Ja, ist auch mein Ruhepuls. Obwohl Origami seinen Ursprung bei den zeremoniellen Faltungen von buddhistischen Mönchen hat und auch heute eher wegen seiner meditativen Wirkung beliebt ist, sind wir nicht die einzigen, die das ganz gerne mal mit etwas Nervenkitzel versehen. So gab es in der Geschichte des Origami Alter. Auch unter Experten immer wieder... Wes Monty, Dankeschön für den Sub. Herzlich willkommen. Neu dabei. Willkommen in der Abo-Falle. Wettbewerbe. Zum Beispiel darüber, wer einen Käfer realistischer falten kann. Und auch diese Kunstwerke sind alle nur aus einem einzigen Blatt entstanden. Alter. Bei unseren Modellen braucht man dann doch noch etwas mehr Fantasie. Numero dos. Ich mache meine Eulen-Crew, Alter. Boom. Handy weg. So, machen wir die erste Dreierfigur mal aus dem Kopf. Ach, das ist der Inside-Reverse-Fold. Killer, oh mein Gott. Das hört sich so nach einer so kranken Pro-Technik an. Der ich mache hier mal eben so ein Inside-Reverse-Fold. Und dann jetzt geh Inside-Reverse-Folded. Und dann haben wir einen Kranich, du. Das ist der Kranich. Squaw! So. Ist das gruselig. Kann ich den Bruder eigentlich noch? Okay, kann ich. Keine 2 Figuren jetzt. Okay, also Reverse-Fold ist? Also quasi von so. Und dann einfach so. Es wirkt einfach wie so ein Fehler in der Matrix. Das sollte eigentlich nicht gehen.
Der Hund, den ich und Marius hier falten, sieht zwar simpel aus, hat's aber in sich. Denn für ihn müssen wir neben den komplizierten Inside-Reverse-Folds gleich mehrere schwierige Judgment-Folds machen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Falten, bei denen man sich immer an einer Ecke oder Kante orientieren kann, muss man bei diesen Judgment-Folds selbst einschätzen, wo genau sie verlaufen sollen. Das ist für blutige Anfänger wie uns besonders schwierig und dementsprechend unterschiedlich fallen auch unsere Ergebnisse aus. Ja, ein bisschen Nackenprobleme. Aber der sieht den Vollmond, weißt du? Okay, ey, letzte Stunde. Ich glaube, ich darf dir. Gott, ey, ich könnte sowas überhaupt nicht. Letzte Stunde. Der Real Flex. Ich werde ungeduldig, wenn ich das gucke. Zeit ist um. 3 Stunden. Okay, ich bin gespannt. Ich habe gar keinen Plan, wie viel er jetzt gelernt hat. Ich habe gar keinen Plan, ob welche er die, vor allem, das ist ja das welche. Ding. Und ich habe auch keinen Plan, ob er die richtig kann. Ich würde sagen, los geht's. Okay, keine Zeit zu verlieren. Ich fange mal an mit dem Hund. Ich bin so gespannt. Ich will einfach nur wissen, was Marius gemacht hat. Als erstes Mal auf jeden Fall die Eule, weil die ist safe. Hat noch keiner von denen mal so ein Gedächtnis-Merk-Video gemacht, wie man sich mehr merken kann oder so? In der Woche? So, keine Ahnung, sowas. Der hätte ja dann voll den Vorteil bei dem Battle, oder? Weil es ist ja wirklich einzig und allein nur so ein wer kann sich an mehr erinnern Thema gerade. 3 Stunden schon so einige Figuren auf jeden Fall drauf zu haben, ist schon... Hätte ich nicht gedacht. Die Sache ist halt so, ich hoffe einfach, ich habe mehr Punkte, weil sonst hat Thomas halt direkt die ganze Staffel gewonnen, ne? Sieht halt eher aus wie so ein Schwan und nicht wie ein Hund, aber okay. Komm noch. Jetzt die Schnauze. Die Hundeschnauze ist besonders schwierig. Es braucht hier äußerste Präzision und Übung, um aus der dünnen Papierspitze mit Hilfe eines Inside-Reverse-Folds eine gemacht. Gute Hundeschnauze zu falten. Gelingt dieser Kniff nicht, besteht das Risiko für diese Figur, keine Punkte zu bekommen. Das sieht aus wie eine Hundeschnauze. Definitiv. Figur Nummer 1 ist fertig. Das war jetzt so meine Safe-Figur. Mal gucken, ob ich die anderen noch hinbekomme. Wenn man jetzt hier einmal falsch faltet, ist immer RIP bei dem Ding. Weil da darf der Winkel nicht zu steil werden, sonst hat er so eine ganz komische Körperform. Jetzt kommt der gute alte Reverse Fold. So. Boah, Hilfe, ich kann ja schon nicht mal mehr Papierflieger falten. Das ist ja ein Drama einfach, was hier abspielt. Ja, aber bis auf, dass der Kopf ein bisschen zu groß ist, finde ich den schon auch ganz gut. Steht er denn? Ja. Next one. Steht er? Okay. Ja, schon mal fertig. Ich mache direkt weiter mit dem Kranich. Hier muss ich komplett ordentlich falten. Also das muss hier bei dem Kranich unbedingt alles komplett perfekt gefaltet werden. Das ist mein... Das sind meine Figuren. Mehr kann ich nicht. Ich kann gar nicht einschätzen, wie viel er sich gemerkt hat tatsächlich. Aber es ist schon nicht ganz einfach. Es sind schon viele Faltbewegungen, die man sich da merken muss. Der Kranich. Drei Stück? Wie viel hatte Marius jetzt? Also, was hast du mitgebracht? Das könnte jetzt die Staffel entscheiden, ne? Ich fang mal low-key an. Ja. Ja, das Billigste, was ich habe. Das Billigste, was ich habe, ist ein Marienkäfer. Mhm. Das ist ein legites Ding? Das ist ein legites Ding. Das ist ein legites Ding? Das ist ein legites Ding. Okay, dann fange ich mal mit einer Überraschung an. Okay. Eine Eigenkreation, ich hoffe, die gibt's extra Punkte. Ein Frosch. Alter, der ist schon und sick. Und der kann springen. Jetzt nicht so gut, ne? Ja, doch. Guck mal. Aber das ist ein bisschen unfair, ne? Der war nicht da drin, deswegen geht er nicht. Ich dachte, das ist ja gerade noch ein bisschen Zeit, ich hab's schon gebaut. So, nee, mein lowestes Ding, was ich habe, ist der Schwan. Ach, der Schwan? Ja. Der war da auch dabei? Der war auch dabei. Ist das der Schwan oder der Kranich? Das ist der Kranich. Keine Ahnung, gibt's da einen Unterschied? Das ist eins. Genau, er hat jetzt 2, weil der Frosch hat auch gezählt. Okay, dann mache ich mal direkt mit meinem Kranich weiter. Oha, deiner ist ja 3000 mal besser als meiner. Ja, geil. Dann lege ich mal direkt nach. Aus den Hohen raus. Ich drop einfach mal die Eule like it's hot. Ich muss ja nachziehen, ne? Okay, warum kriegt Marius dafür, ihr seht es gerade nicht hinter der Facecam, aber Marius hat jetzt 5 Punkte. Weil das dritte war? Ist okay. Ich sag's schon, Marius hat 5 Punkte. 5 gegen 3. Ja. Okay, dann bring ich mal den Hund. Oh, den Hund. Stark. Ich weiß nicht, ob der 6. gut geworden ist. Jetzt steht es theoretisch 6 zu... Das ist mein... Schwierigkeitsgrad, okay.
Hund. Ah. Ja, okay, dein Schwanz schaut ein bisschen weiter nach hinten, ne? Nö, aber ist ein Hund. Ist ein Hund. Ist ein Hund. Was ist das denn? Das Grashalm. Ja, ich hab die Sachen mir nicht mal angeguckt. Das war voll, ich merke gerade, das war voll der Fehler. Ich hab nichts mehr. Moment mal. Aber dann, wenn er nichts mehr hat, muss ich sagen, hat Marius aber mit 8-7. Ja, jetzt steht es ja theoretisch 8-7, ne? Ja, 8-7. Also halt theoretisch. Hast du noch zwei Punkte, den ich habe auch eine blaue. Oh mein Gott, nein. Ich habe ja auch eine blaue Eule. Hast du einfach 10 Punkte? Alter. GG. Die komplette Staffel geht an dich. Alter, aus dem Nix hier. Da wurde aber nochmal getwistet. Oh, Alter, krass. Ey, das ist einfach zu heftig. Krass. Das war auch viel zu anstrengend. Alter, stark. Es wäre auch echt dreist gewesen, man hättest du jetzt 3 Folgen hintereinander gewonnen. Stimmt. Okay, nice. Ey, lasst mal ein Like da auf Ehre. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ja, was war euer Lieblingsexperiment? Vielleicht gibt es auch noch eine Staffel 2. Warum finden wir Wettbewerb? Fantastisch. Fantastisch. Das heißt, die Wette muss jetzt aufgelöst werden, ne?